Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Modern Sky Block 3. Ja, ich habe leider festgestellt, den Mod Psy kaputt gemacht, deswegen befinden wir uns im Game Mode. Ich werde die Spells jetzt im Game Mode durchgehen, weil ich ein Spell falsch gemacht habe, ist jetzt alles hier ziemlich kaputt. Um euch das hier, die ganzen Spells euch zeigen zu können, die ich mir jetzt so geholt habe. Jetzt sind wir endlich auch bei der Quest angekommen, wo wir hin wollten. Und jetzt müssen wir Level 15 erreichen. Nehmen wir den ersten Block Movement. Ich werde es jetzt auch strikt nach der Liste machen, dass wir hier keine Fehler mehr drin haben. Danach Element Arts. So, kopiert, eingefügt. Danach Movement Essence. Wieder kopieren. Einfügen. Wieder ein Level Up. Loop Casting. Ja gut, das Markieren ist hier mehr Arbeit als alles andere. Jetzt haben wir auch Level 15. Jetzt können wir Greater Infusion nehmen. Das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Und dafür brauchen wir dann jetzt Diamanten. Da habe ich noch ein paar und
Um die Quest zu abzuschließen, brauchen wir einen. Aber die Psygems waren hier. 32. Droppen wir die eben und wandeln die um. Funktioniert das nicht? Gucken wir doch mal eben nach. True Magic. Psy are able to turn. Infuse Diamonds to Psygems. Warum geht das denn jetzt wieder nicht? Habe ich jetzt schon wieder irgendwas falsch gemacht bei dem Mod? Können wir mal kurz nach. Greater Infusion. Gut, dann machen wir es anders da. Wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, tauschen wir die einfach aus. Ich möchte mich damit jetzt nicht länger beschäftigen. Habe eigentlich alles gemacht, was in diesem Tutorial stand. Und eigentlich müsste ich das umtauschen können. Und dann können wir das hier drinnen abgeben. Ektoplasma. Hatte ich auch schon 4. Und jetzt haben wir Power of Stars freigeschalten. Da ist es doch, Astral Sorcery. Und damit beschäftigen wir uns jetzt mal nicht. Ich möchte eigentlich mit euch jetzt mal ein bisschen was von der Schmelze machen. Da heißt das Kapitel A True Blacksmith. Das wäre Mörtel herstellen. Müssten wir jetzt ein Rezept dafür haben? Ja, haben wir, das ist doch schön. Und das ganze Zeug verbanne ich jetzt erstmal. Ich habe jetzt genug gehabt von dem Magie-Mod. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken und nicht auf Teufel komm raus versuchen, mit euch durchzuarbeiten. So, wo waren wir stehen geblieben? Mörtel, da brauche ich Sand, Kies und Ton. Da müsste ein Stack reichen, obwohl 2. Und Ton haben wir nur 45. Das hatten wir doch bekommen mit Erde. Wenn ich mich nicht täusche. Dann brauchen wir diese komische Spritze wieder. Habe ich die hier reingepackt?
Compressed Water, da ist er doch. Und um auf die schnelle Erde zu erzeugen, ist es ja ganz gut, dass ich das Zeug hier habe. Brauche ich jetzt eine Werkbank. Balancen. Da habe ich jetzt keine mehr. Glaub habe ich aber noch einiges. Gut, den Rest kann ich jetzt hier wieder reinpacken. Es müsste dann erstmal genug Erde sein, das Plant Matter muss dann hier explodiert werden. Da kriegen wir die Erde raus. Es ist zwar jetzt nicht viel Erde, aber besser als gar nichts. Dann können wir die hier rein tun, die kompresste Erde rausnehmen. Und hiermit bearbeiten. Okay, jetzt läuft heute wieder alles so, wie ich es nicht möchte. Daraus kann er nämlich das Wasser nicht rausziehen. Dann brauche ich wieder einen Eimer. Mache ich gleich mal drei Eimer. Und ich habe ja hier draußen so ein schönes Becken, wo ich ja Obsidian mache. Kann ich ja das Wasser rein tun. Und müsste jetzt das Wasser rausziehen können. Ich weiß bloß nicht mehr, wie viel Wasser ich hier in der Pistole speichern kann. Das werden wir aber gleich sehen. Also 20 Eimer. Dann müsste das jetzt auch klappen, ja. Nehme
ich die Erde auch mal mit raus. Wandel davon noch 6 um. Dann habe ich noch 90 Erde übrig. Und die 90 Erde kann ich dann benutzen, um die Botania-Insel auch mal weiterzubauen. Ich merke jetzt auch schon, ich habe Zeit vertrödelt am Anfang wegen dem Psy-Mod. Aber da ist halt das Gute, wenn man mit Game-Mod hat, kann man es ein bisschen umgehen. Jetzt haben wir über 600 Ton. Da können wir uns auch 2 Stacks davon nehmen. Jetzt brauche ich mein fast Lieblingswerkzeug. Wo ist es denn hin? Da ist er doch. Und wieder kaputt. 1, 2. Die Compass Sticks. Die Eisenblöcke hier hinlegen. Das. Und haben wir wieder so ein neues Spielzeug. Jetzt brauchen wir davon noch einen kompletten Stack Compressed Gravel. Lass mir ein bisschen an Sand rankommen. Jetzt haben wir genug Sand und Erde und Kies. Können jetzt dann Mörtel bauen. Okay, das war jetzt mehr als genug Mörtel. Und jetzt brauchen wir die versenkten Ziegelsteine. Die einfachste Möglichkeit wäre jetzt für uns, an die Maschine hinzugehen, hier einfach mal durchbraten lassen, den Rest werde ich hier reinpacken. Einmal weg, das weg. Jetzt haben wir die ersten Ziegelsteine. Smeltery, versenkten Tank, versenkte Ziegel, der Ausguss, der Kern. Das kennen wir ja alle schon und es gibt so ein Smart Output. For automating the smeltery are going to need a smart output. Be careful, it's really fast. Gucken wir doch mal. Smart. Eis und versenkten Stein. Heißt, da müssen wir erstmal die Schmelze haben. Und hier
brauchen wir halt noch mehr von den Siegeln. Schmelzerei. Ist das Glas hier noch drin? Ja, jawohl. Ah. Einen Tank, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Einen Ausguss. Oder möchte er schon zwei haben? Einen. Das haben wir. Dann einen Kern. Und die Ziegel. Jetzt haben wir ein Grundgerüst. Satz vorne ist Large Multi-Block Furnace, powered by Lava. Also gibt es auch einen Ofen, der mit Lava funktioniert. Das klingt mal nicht verkehrt. Und was haben wir hier? Tinker Tank. Tinker Tank ist a large multi-block tank that can store multiple fluids at a time without the mixing. Alles klar. Das ist dann ein großer Flüssigkeitsspeicher, ohne was zu mixen. Können wir jetzt doch mal eine Schmelze bauen, richtiges Werkzeug und mal langsam im Modpack starten. Und wenn ich hier gerade richtig lese, with the Stirling Engine you can generate AF from the heat of the molten fluids in the surge tank. Heat. Surge Tank, versenkten Tank. Damit kann man dann Hitze erzeugen, um Energie zu erzeugen. Das klingt doch auch mal interessant. Ich werde das hier jetzt aber mal ein bisschen durchbraten lassen. Werde mal die Sachen für die Quests vorbereiten, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen flotter durchkommen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen!